Im letzten Jahr waren wir mit dem Reform-Mähtrack bei der Futterernte am Steilhang unterwegs. Eine Maschine, die nicht nur in der Landwirtschaft zu Hause ist. In diesem Video zeigen wir euch den wendigen Zweiachsmäher von einer ganz anderen Seite. Bei verschiedenen Einsätzen in der Landschafts- und Grünflächenpflege. Dazu haben wir Lohnunternehmer Josef Winkler aus Niederbayern mit seinem Mähtrack H95 mehrere Tage lang mit der Kamera begleitet. Freut euch auf spannende Einsätze, auf ungewöhnliche Gerätekombinationen und auf spektakuläre Locations. Josef Winkler aus Aholming ist Lohnunternehmer. Kein gewöhnlicher Lohnunternehmer, denn seine Dienstleistungen sind speziell. Genauso wie die Maschinen, die er dabei zum Einsatz bringt. Doch dazu mehr im Verlauf dieses Videos. Es ist Ende Juli. Wir treffen den 46-Jährigen in Osterhofen, wo er heute in einem Solarpark die Grünflächen mulcht. Das ist notwendig. Denn nur wenn die PV-Module nicht beschattet werden, bringen sie ihren vollen Ertrag. Um dem üppigen Grün Herr zu werden, ist Josef mit schwerem Gerät angerückt. Dem Mähtrack H95, das Topmodell vom österreichischen Steilhang und Kommunalspezialisten Reform. Also wir sind heute unterwegs mit unserem H95, haben wir vorne angebaut einen Dückermulcher. Bei diesem Solarpark ist die Besonderheit, der ist sehr, sehr eng, der ist nieder. Ich muss mich durch Ecken durchschlüpfen, wo ich mit einem Standardschlepper nicht durchkomme. Und da taugt mir halt der Mähtrack speziell für diesen kleinen Park am allerbesten. Wir haben da so viele Lenkungsarten, wir haben da Front-Heck-Lenkung, Allradlenkung, einen Hundegang. Wenn ich unter die Module reinmähen möchte, möchte ich natürlich sehen, ob ich an die Ständer anfahre. Und, so. Und da taugt es mir natürlich mit dem Hundegang, wenn ich mich wegdrehen kann. Dass ich sehe, ob ich anfahre oder nicht. Und wenn ich dann natürlich einer drehe, man sieht das am Ende von dem Park, da habe ich gerade so eine Mähtragbreite plus links und rechts 30 cm. Und da kann man natürlich mit einem Standardschlepper nichts mehr anfangen. Und da ist mir die Allradlenkung allerliebsten, wo ich dann mit der Driftlenkung oder mit dieser Hundeganglenkung mir einen Oschner rüberziehen kann und schaue, ob ich da an die Module anfahre oder nicht. Also das sieht man am Spiegel recht schön. Man kann da auf dem Joystick jede Lenkungsart mit dem Daumen umstellen, verstellen, wieder gerade stellen, auswählen, wie man es am besten haben will. Wir haben in so unserem Fuhrpark haben wir andere so Standardschlepper, so Obstbauschlepper, die sehr, sehr wendig sind. Aber für so einen Park, für so eine Anlage, wo es so eng ist, ist das so eine große Rangiererei und da kommen in manchen Ecken nicht rum. Da muss ich mit der Hand arbeiten und das will ich nicht. Damit nur wenig Gras stehen bleibt, arbeitet der Lohnunternehmer sehr nahe an die Solarpaneele heran. Hier ist höchste Konzentration gefragt. Die kleinste Lenkbewegung in die falsche Richtung hätte schwerwiegende Folgen. Zum Glück hat man vom Fahrersitz eine gute Sicht auf das Anbaugerät. Zusätzlich zur Allradlenkung kann Josef den Mulcher seitlich verschieben, um noch näher an den Zaun und unter den Modultisch zu gelangen. Wir haben da vorne eine Seitenverschiebung, das was bei dieser Geräteklasse ja üblich ist. Beim Reform-Mähtrack ist es halt schön gelöst mit dieser Parallelführung, weil die relativ schnell rein und raus schiebt. Ich kann mir das im Computer, in der Bordhydraulik, kann man das einstellen, wie schnell, wie langsam. Ich kann das perfekt mit den proportional gesteuerten Ventilen einstellen. Und so schnell und so langsam, wie ich das will. Und das macht er perfekt. Mit der rechten Hand am Multifunktions-Joystick bedient Josef ohne Umgreifen die Wendeschaltung, die Lenkungsarten, das Hubwerk und den Seitenverschub. Den Auflagedruck des Mulchers kann er über die serienmäßige Geräteentlastung einstellen. An Kraft mangelt es dem Mähtrack H95 nicht. Das 3,6 Liter Turbotriebwerk von Perkins kommt bei diesem Einsatz jedenfalls nicht ins Schwitzen. Mit 95 PS, da bin ich wirklich sehr, sehr übermotorisiert. Also das würde auch weniger reichen, aber da wir andere Sachen machen, auch hinter einen Heckmulcher dran, einen Seitenmulcher, habe ich mich für die größere Modellvariante da entschieden, weil ja, Leistung kann man nicht genug haben. Damit der Mähtrack frei atmen kann, kehrt der Lüfter in regelmäßigen Abständen seine Drehrichtung um und bläst so die Kühler frei. Die wurden an der rechten Fahrzeugseite zu einem praktischen Paket zusammengefasst.
Bereits zum dritten Mal in Folge hat sich Josef für einen Mähtrag entschieden. Den neuen H95 hat er vor ziemlich genau einem Jahr in Betrieb genommen. Für seinen Landschaftspflegebetrieb der perfekte Allrounder. Ich habe alles ausprobiert, was es auf dem Markt gibt. Ich habe mir alles angeschaut. Ich war im Ausland, ich war im Inland unterwegs. Jeder hat Vor- und Nachteile. Für mich persönlich ist der Mähtrag das beste Material, was man zum Kaufen gibt. Er ist unwahrscheinlich leise, komfortabel, leistungsstark. Er macht das, was er soll, und das macht er sehr gut. Mit seinem Landschaftspflegebetrieb ist Josef eine One-Man-Show. Als Chef und einziger Mitarbeiter verbringt er viele Stunden auf der Maschine. Deshalb war der Fahrkomfort auch ein ausschlaggebendes Kriterium für die Kaufentscheidung. Der Chef, der kauft sich natürlich über das, was ihm am besten taugt. Ich fahre im Jahr ungefähr so 900 Stunden. Von Januar bis Dezember ist immer jedes Monat irgendwas anders zu machen. Gell? Aber da war mir der Reform das liebste Gerät, was es auf dem Markt gibt. Vorgänger waren ein bisschen lauter, waren Klimaanlage war verbesserungsbedürftig. Bei dem Gerät mit dieser Klimaautomatik stellt man ein, wie es haben will, dann macht er das so. Kritische Zuschauer werden den Sinn dieser Arbeit vielleicht in Frage stellen, weil ja auch Schafe oder Rinder die Wiesen zwischen den Solarmodulen abgrasen könnten. Von Josef erfahren wir, dass das aber nicht immer und überall funktioniert. Wir machen mal sehr viele Solarparks, so Mulcharbeiten, so Mäharbeiten. In manchen Solarparks ist nicht möglich, dass man da mit Schafen reingeht, weil der Bewuchs nicht verfütterbar ist. Also wenn man das da drin sieht, kein Schaf frisst in Brennnessel oder Schilf oder so. Und die Solarparks ist wichtig, dass die verschattungsfrei gehalten werden. Und da ist nur ein mechanisches Gerät, der wo es das zerhäckselt, ist die einzige Alternative. Schaf natürlich rein, Schafe und Rinder einstellen, kostet auch Geld. Mit dieser neu gewonnenen Erkenntnis begleiten wir Josef zu seinem nächsten Einsatz in einem Naturschutzgebiet am Rand der Isarauen. Mit seiner Doppelmesser-Mäh-Kombination macht er auf dieser Fläche einen Schröpfschnitt, um unerwünschte Unkrautpflanzen zu beseitigen. Zuvor wurde hier ein Mähgutübertrag gemacht. Auf Nachfrage erfahren wir, was dabei passiert. Mähgutübertrag ist, dass man wertvolle Biotopflächen abmäht, schonend mit dem Doppelmesser, dann zusammenschwadet, mit dem Ladewagen aufnimmt und auf neue Flächen, die umgerissen worden sind, wo man diese Gräser, Kräuter, Pflanzen, die was wertvoll sind, haben will, und die überträgt man dann mit einem Mähgut. Das Mähgut verliert dann seinen Samen und das Restliche wird dann abgeschwadert und wieder weggebracht. Und das, was runtergefallen ist, das geht halt dann auf. Seit 2009 arbeitet Josef mit Doppelmesser-Mähwerken. Im Gegensatz zu Scheibenmähern oder Mulchgeräten arbeitet diese Technik besonders insekten- und amphibienschonend. Deshalb wird ihr Einsatz auf solchen Flächen auch vom Auftraggeber vorgeschrieben. Die zweifarbige Kombination hat sich der Lohnunternehmer nach seinen Bedürfnissen individuell zusammengestellt. Wir haben uns vorhin für das Babyhut entschieden. Das Mähsystem, diesen Messerbalken, den haben jeder oder fast jeder Hersteller drin. Aber das Ganze drumherum, wie Aufhängung und Abtastung, da habe ich vorhin für ein BBU entschieden, weil sich das für mich am besten trägt und am schönsten ausgleicht bei recht kopierten Geländen. Und das Heckmähwerk, das nehme ich auch an andere Schlepper her, das ist halt ein Mähwerk, das fast alles verzeiht. Das, wenn da Baumstümpfe drin sind, das klingt aus, fährt bis zu 90 Grad nach hinten weg und kann wieder nach vorn. Weil Doppelmesser mähen ist nämlich ein schwieriges Geschäft. Da, wenn irgendwas drin ist, ob das Baumstümpfe oder Steine oder sonst was sind, die Beschädigungen, der Messerbruch und so, das ist nicht schön. Also man sieht ja in den Naturschutzflächen ja nicht, was ja drin ist, das sieht man erst, wenn gemäht worden ist. Wer den größeren Wartungsaufwand auf sich nimmt, den belohnt diese Mähtechnik mit hoher Schlagkraft und geringem Spritverbrauch. Ich habe jetzt eine gut 6,30 Meter Arbeitsbreite, natürlich ein bisschen Überlappung. Wir fahren da ungefähr mit 1500 Motordrehzahlen, das bedeutet ungefähr 400 Umdrehungen auf der Zapfwelle. Wir fahren ungefähr zwischen 2,9 und 3,1 Liter in der Stunde. Und in der Stunde, wenn so schöne Wiesen sind wie diese da, dann mache ich in der Stunde 5, 6 Hektar ohne Probleme. Kommt auch aufs Gelände drauf an. War beim letzten Einsatz im Solarpark noch die Wendigkeit entscheidend? So ist das hier das geringe Eigengewicht. Er ist sehr leicht, nur sind wir da unter 3 Tonnen. Wird man auch von Ämtern vorgeben,
dass ich, da wird dann gefragt, mit was kommst du da, mit welcher Maschine, wie viel PS, wie schwer. Und da wird dann das entschieden, ob ich da einen Auftrag kriege oder nicht. Auch das Transportieren ist für mich wichtig, weil ich fahre meine Maschinen alles mit dem LKW auf Baustelle. Ich fahre sehr, sehr wenig auf der Straße mit Metrag. Da brauche ich nicht so eine riesen Kiste dafür haben. Gut 6 Wochen später haben wir uns erneut mit Josef verabredet. Diesmal begleiten wir ihn und seinen Metrag H95 bei den Mäharbeiten am neu errichteten Hochwasserschutzdamm entlang der Donau. Wir sind heute in Waltendorf, das ist zwischen Deckendorf und Straubing, auf einer Deichanlage. Meine Aufgabe ist auf dem Deich, dass ich da einen Schröpfschnitt mache. Schröpfschnitt, dass wir die ganzen beiläufenden Unkräuter, die wo's nicht gewünscht sind, dass wir die einfach schröpfen und die dann im Nachhinein, dass wir die dann abbrechen und wegfahren. Bei der Aufgabe ist wichtig gewesen, dass wir insektenschonend mähen, mit Doppelmesser. Und als zweite Auflage war, dass wir noch Amphibien schützen. Und deswegen haben wir relativ hohe Gleitkufen verbauen dürfen, dass wir Eidechsen, andere Gewichte, dass wir die einfach nicht töten. Deswegen haben wir in dem Fall sehr, sehr hohe Gleitkufen verbaut. Es gibt es noch höher, irgendwann macht es keinen Sinn mehr, weil ein Doppelmesser nicht rotiert, sondern schneidet. Und wenn das so hoch ist, dann macht das fast keinen schönen Schnitt mehr. Der junge Deich ist sehr empfindlich. Die dünne Humusauflage ist noch schlecht durchwurzelt. Josef muss vorsichtig sein, um diese Schicht auf gar keinen Fall zu verletzen. Der Deich ist ja grundlegend dieser, der mit Kies aufbaut. Da sind da noch Innendichtungen gemacht worden, Spundwände oder so Betonwände sind da eingefräst worden, mit so einer Schlemme. Und auf dem ganzen Deich, da sind so zwischen 10 und 15 cm, wie ich das beurteilen kann, nur Humus. Und den darf ich natürlich gar nicht beschädigen. Da brauche ich halt einfach ein Fahrzeug, wo ich sehr wendig bin und nicht viel rangieren muss und dass ich die Grasnarbe nicht aufreiße, okay, und die Begrünung nicht kaputt mache. Bei diesem Einsatz spielt der Metrag all seine Trümpfe aus. Die große Arbeitsbreite spart Überfahrten und schont so die Grasnarbe. Für weniger Bodendruck und optimale Standsicherheit auf der steilen Böschung hat der Lohnunternehmer Zwillingsräder an beiden Achsen montiert. Bei aktivierter Allradlenkung laufen Vorder- und Hinterräder exakt in der gleichen Spur und gewährleisten so eine verspannungsfreie Traktion. Die Fahrgeschwindigkeit kann Josef feinfühlig stufenlos anpassen. Wahlweise mit dem Fußpedal oder mit dem Joystick auf der Armlehne. Für optimale Traktion in jedem Gelände bietet der hydrostatische Antrieb 2 mechanische Untersetzungen. Mit den Doppelmessermähwerken von BB Umwelttechnik hat der 95 PS starke Zweiachsmäher leichtes Spiel, sodass Josef zügig, aber dennoch spritsparend mit geringer Motordrehzahl fahren kann. Das wirkt sich natürlich auch auf den Geräuschpegel in der Kabine aus. Ich hab da, wie ich da gemäht hab davor, das waren ungefähr so 1250 bis 1300 Motorumdrehungen. Die Geräuschkulisse ist unwahrscheinlich leise im Fahrzeug. Ich höre da nichts, ich kann mich absolut auf meine Arbeit konzentrieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig bei der Arbeit, dass es ruhig ist und dass ich nicht durch irgendwelche Geräusche gestört werde. Die Deichmaht ist für Josef jedes Jahr aufs Neue ein Highlight. Er genießt diese Arbeit. Auch wenn er an solchen Tagen viele Stunden auf dem Fahrersitz verbringt. Bei der Arbeit, speziell mit der Doppelmessermähtechnik, da musst du sowieso mit Leib und Seele dabei sein. Weil die, von der ganzen Wartung und von der ganzen Instandhaltung, wenn die dich schon nervt, dann magst du das auch nicht gern. Und ich mag das gern, ich brauche wenig Sprit, ich habe mein Messerschleifen im Griff. Ich schaue, wo es irgendwo zwickt, wo es nicht ganz so sauber mäht. Da muss man halt manche Stellschrauben stellen. Gute Vertriebspartner, sei es vom Schlepperhersteller, sei es von den Anbaugeräten. Wenn das funktioniert, macht er das auch Freude. Und ich will halt meine Arbeiten sauber und ordentlich erledigen, ist der Auftraggeber zufrieden. Und mehr wollen wir da nicht. Um einen Nährstoffeintrag zu verhindern und so die Artenvielfalt zu erhalten, muss das Mähgut im Anschluss von der Fläche geräumt werden. Dazu hat Josef die Mähwerke gegen Bandrechen und Kreiselschwader getauscht. Eine ungewöhnliche Kombination, die aber hier bei der Deichmaht absolut Sinn macht. Also ich mache das so, ich brauche vorne mein Bandrechen, ich baue vorne ein Bandrechen dran und habe hinten einen Kreiselschwader. Ein Bandrechen brauche ich in dem Sinn, weil ich viel Auffahrten und kleine Eckerl habe. Da mache ich mir hinter den Kreiselschwader in die Höhe und kann mit dem Bandrechen einfach Ecken raus arbeiten.
bei den Deichen, wenn ich von oben nach unten schwader, das ist meistens, da habe ich halt Flächenleistung, weil ich da, seht ihr noch, dann mache ich da Hundegang und kann da über 5 Meter kann ich da recht breite hernehmen. Gell. Der Bewuchs ist nicht hoch. Gell. Ich habe da nicht Schwaden, die übermäßig groß sind, aber ich muss halt den Deich räumen. Der Mähtrag fährt bei dieser Arbeit im Hundegang. In Kombination mit dem hydraulischen Seitenverschub am Fronthubwerk ergibt sich ein Versatz zwischen Bandrechen und Kreiselschwader, der hier mehr als 5 Meter Gesamtarbeitsbreite ermöglicht. Im unteren Bereich der Deichböschung hat Josef ein Schwad vorbereitet, das er jetzt mit seiner Krone Belima einsammelt. Die Kombination aus Mähtrag und Rundballenpresse hat keine Straßenzulassung. Für den Lohnunternehmer, der seine Maschinen ohnehin mit dem LKW transportiert, ist das aber kein Problem. Er schwört auf dieses Gespann, das perfekt ins Verfahren passt. Wenn ich das ganze Mähgut auf Wege rausschwade, ich tue oft 2, 3, 4 Tage hintereinander nur schwaden. Und ich kann das nicht auf Wegen lassen, aber auf dem Deichkörper kann ich es liegen lassen, das ist meine Fläche. Und da kann ich dann, wenn ich meine Schwadarbeit gemacht habe, kann ich das perfekt dann wegpressen. Pressen ist für mich in dem Sinn eine tolle Sache, weil ich in schönem Wetter natürlich mein Mähgut sammeln kann. Und wenn er schlecht Wetter ist, fahre ich die Ballen mit dem LKW dann weg. Also ich brauche da nicht jede Fuhre mit Ladewagen wegfahren und kann mir meine Arbeit einteilen, wie die Witterung das zulässt. Für mehr Bodenfreiheit an der Pickup hat Josef eine hydraulische Knickdeichsel nachgerüstet. Das ist wichtig, denn oft muss er durch tiefe Senken und über scharfe Geländekanten fahren. Der Lohnunternehmer legt großen Wert auf saubere Arbeit, darf dabei aber auch die Schlagkraft nicht aus den Augen verlieren. Denn abrechnen kann er nur die bearbeitete Fläche. Mit An- und Abfahrt schafft er an einem normalen Tag rund 10 Hektar. Josef hat gute Aufträge in der Region und wird von Stammkunden regelmäßig gebucht. Deshalb möchte er die Firma auch nicht weiter vergrößern. Vielmehr liegt ihm die Qualität seiner Dienstleistung am Herzen. Rückhalt bekommt er von seiner Frau Heidi und den 3 Kindern. Der älteste Sohn möchte schon bald in den Betrieb mit einsteigen. Gute Voraussetzungen, dass es auch in der nächsten Generation weitergeht. Wir bedanken uns bei Josef für die hervorragende Organisation und die interessanten Einblicke in seine Welt, ohne die diese Reportage nicht möglich gewesen wäre. Wenn ihr den Reform-Mähtrag nicht nur im Kommunaleinsatz und in der Landschaftspflege, sondern auch bei der Heuernte am Steilhang sehen wollt, dann schaut euch unbedingt das Video auf unserem YouTube-Kanal an. Dort findet ihr auch viele weitere spannende Beiträge aus der alpinen Landwirtschaft.